Hey Leute, ich mal wieder. Ja, heute hat das super funktioniert mit dem Hochladen vom Video. Und zwar war ich nicht beim Weiß, sondern bei der netten Studentin, von der ich erzählt hatte. Ja, hat wirklich super geil funktioniert. Vielen Dank dafür. Hat nur ein bisschen ewig gedauert. Aber bei mir zu Hause war das letzte Zeit auch so. Es waren jetzt irgendwie 250 Minuten für 7 Minuten Video oder so ähnlich. Also bei YouTube spinnt gerade irgendwie irgendwas. Keine Ahnung. Ja, wie ihr seht, ich bin hier gerade beim Streichen vom Lager. Und bin auch schon fast fertig, also eigentlich nur das Regal, was hier steht, das ist jetzt festgeschraubt, muss ich nur abschrauben. Also die Wand dahinter und hier diese Wand über der Tür fehlt noch. Und ansonsten bin ich eigentlich soweit durch. Dann müsste ich höchstens nochmal die paar dunklen Flecken nachstreichen. Und dann wäre das Lager soweit schon mal gestrichen. Dann müsste man hier einfach mal den Boden sauber machen. Beziehungsweise die Ecken, denn hier hat sich ganz schön viel Dreck angesammelt. Und ja, ich habe auch schon ein paar Überbleibsel vom Vormieter gefunden, zum Beispiel ein paar griechische Musik-CDs und eine vertrocknete Knoblauchzehe. Also man hätte jetzt auch erraten können, wer hier vorher mal drin war. Ja, und draußen im Gastraum ist gerade die Dagi, also meine Schwiegermutter, dabei, die Sitze sauber zu machen. Das ist so ein ganz seltsamer Stoff, der irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen kann, wenn man mit der Hand drüber streicht, dann sieht sehr fleckig aus im Endeffekt. Und das versucht sie gerade so ein bisschen mit Dampfreiniger und Staubsauger sauber zu kriegen. Ist nicht ganz so einfach. Wir hatten auch überlegt, ob wir das neu beziehen lassen und sind eigentlich immer noch sehr dafür. Natürlich kostet das eine ganze Menge. Und da müssen wir auch ein bisschen gucken, dass wir da mit dem Geld hinkommen. Ja, Crowdfunding von gestern hat sich noch nicht viel getan, soweit ich weiß zumindest. Und was auch noch so ein bisschen stagniert, ist das Geld von der Bank. Also wir sind ja zur GLS Bank gegangen, also zur GLS Gemeinschaftsbank, die so ein bisschen alternative Projekte fördert, also günstige Kredite anbietet für alternative Projekte. Ja, da hat es schon eine ganze Weile gedauert, ich glaube 3 Wochen oder so ähnlich, bis das durch die GLS Bank durch war. Und jetzt wurde es quasi nochmal an die KfW Bank weitergegeben. Das ist sozusagen eine, die nochmal Existenzgründer sozusagen unterstützt mit einem noch günstigeren Kredit. Also bei der GLS Bank wären es 6%, bei der KfW Bank 2%, soweit ich mich erinnere. Ja, das dauert jetzt nochmal 1 bis 2 Wochen. Also vor einer Woche meinte sie, es dauert noch 1 bis 2 Wochen. Ja, und wir warten jetzt endlich mal darauf, dass endlich mal ein Brief kommt, in dem steht, Kreditantrag wurde bewilligt, denn bisher... Ja, bisher hoffen wir das nur und erwarten es eigentlich auch. Ja, aber das Ganze auf schwarz-weiß zu haben, ist natürlich immer noch was anderes. Ja, und sobald das bewilligt wurde, können wir auch endlich mal anfangen, ein bisschen mehr Geld zu investieren. Und wir haben unser Gewerbe immer noch nicht angemeldet. Das wollen wir auch demnächst endlich mal machen, denn da hängen auch ganz schön viele Sachen mit dran. Zum Beispiel so einfache Sachen wie ein Parkausweis für Anwohner. Also wir sind ja dann sozusagen hier in der Grubenstraße Anwohner. Und möchten natürlich auch hier gratis parken und nicht jedes Mal die Parkuhr füttern oder weiter weg parken. Und dafür brauchen wir auch den Gewerbeantrag, den bewilligten. Und zum Beispiel auch für Lieferanten ist das wichtig, also wenn wir sozusagen im Großmarkt einkaufen wollen, wobei wir jetzt noch keine Lebensmittel einkaufen werden, aber auch wenn wir einfach mal die Preislisten einsehen wollten, können wir das einfach noch nicht machen, weil wir noch keinen Gewerbeantrag haben. Also es hängt eine ganze Menge da mit dran, deswegen müssen wir das endlich bald mal machen. Ja, so viel dazu, ist jetzt nicht so viel Neues heute dazugekommen, aber mein Farbeimer war gerade leer und ich dachte, mach ich mal schnell ein Video. Ich werde jetzt hier noch schnell die letzten Farbkleckse wegmachen, die ich hier noch hinterlassen habe und vielleicht das Regal noch abschrauben und das gleich für morgen vorzubereiten, da kann ich morgen gleich weiter streichen und dann ist das Lager von der Wand her dann erstmal soweit fertig. Dann kommt das nächste. Okay, Leute, bis dann und haut rein. Hi, da bin ich wieder. Ja, jetzt in meinem kleinen Büro in unserer neuen Wohnung. Und ja, ich muss ein bisschen leise sprechen, denn der kleine Milan schläft schon. Ja, heute ist nochmal was sehr Interessantes passiert, denn von einem Freund haben wir den Tipp bekommen, dass es einen Altstadt e.V. gibt, also einen Verein zur Förderung der Altstadt. Ja, wo sich ja auch unser Restaurant dann befinden wird oder theoretisch jetzt schon befindet
Und ja, da war heute ein kleines Treffen und wir sind da einfach mal hingegangen, haben uns ein bisschen vorgestellt, haben vor allem unser Projekt ein bisschen vorgestellt und ja, haben da eigentlich größtenteils positive Reaktionen bekommen. Also eigentlich waren es durchgehend positive Reaktionen. Ein paar waren halt dabei, die so ein bisschen skeptisch sind, was das Vegane betrifft, aber gut, das ist für mich schon fast alltäglich und normal. Aber ansonsten war das eine sehr illustre Runde und ich habe mich auf jeden Fall sehr wohlgefühlt da. Und ich werde auf jeden Fall auch zu den nächsten Treffen wieder hingehen, zumindest wenn es passt, von der Zeit her. Denn ja, ich finde es einfach klasse, dass sich da so ein kleiner Verein gebildet hat, der einfach die Altstadt so ein bisschen beleben möchte. Und die haben schon ein paar wirklich tolle Aktionen durchgesetzt. Zum Beispiel haben sie jetzt vor kurzem einen Frühjahrsputz gemacht, sind also einmal durch die Altstadt gegangen, haben Müll gesammelt. Wir haben den ganzen Container voll gemacht und haben quasi die Stadt einfach ein bisschen sauberer gemacht. Oder sie veranstalten auch so ein Altstadtfest, ich weiß jetzt nicht genau, wann das war. Soll, glaube ich, im September stattfinden, wenn ich das mich recht erinnere. Aber zum Beispiel solche Aktionen, solche Feste organisieren sie zum Beispiel auch. Ja, finde ich auf jeden Fall super toll und unterstützenswert. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir da heute hingegangen sind. Ja, und da war auch eine dabei, die bei RockTV, also einem offenen Kanal von Rostock, arbeitet und uns demnächst auch mal in unserem Restaurant besuchen will mit ihrer Kamera, um das Ganze so ein bisschen festzuhalten. Ja, freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber. Mal schauen, was das wird. Ja, so viel zu heute. Ich versuche mal, dieses Video morgen wieder hochzuladen. Und zwar woanders. Mal schauen, ob das klappt. Ansonsten werde ich vielleicht einfach die nächsten Tage zusammenschneiden, wenn es gar nicht anders geht. Und dann alles am Freitag hochladen, wenn dann hoffentlich der Telekom-Mensch diesmal unsere Klingel findet. Nicht so wie letztes Mal. Ja, okay, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.